Doreen könnte jetzt noch 7 Minuten und 8 Sekunden duschen. Hammer. Habe ich noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Also das ist super, funktioniert echt gut, geht über Bluetooth. I told her meet me in the back, that I'm fat, and she don't know how to act. When she back, I thing up on that, it's a wrap. I'm just trying to hit it once, I'ma take it to the back. Think she came in with a man, but she leaving with me. So, wir sind hier auf dem Adria Korall-Treffen in Lengerich und wir haben hier vor uns den Dirk bzw. die Doreen und den Dirk mit dem Hund Ares, der dort unten liegt. Und die beiden würden uns sehr gerne ihr Wohnmobil, den Adria Korall SL Access vorstellen und das, was sie damit so treiben. So, dann sagt mal Hallo. Hallo, hallo liebe Olli. Freunde, guten Tag, wir sind Doreen und Dirk, genau. Genau. So, Dirk, ihr fahrt schon immer Wohnmobil oder wart ihr auch schon mal anders campen? Tatsächlich, wir sind angefangen mit Wohnwagen und das war eigentlich, wir hatten das überhaupt nicht auf dem Schirm, bis in Hameln bei uns eine Veranstaltung war, wo Reisemobile, Wohnwagen standen. Wir sind da einfach mal durch und haben dann gedacht, das könnte doch was für uns sein und haben dann tatsächlich, das war unser erster Wohnwagen, mehr oder weniger blind im Internet einen ersteigert aus Nürnberg und ja, seitdem sind wir so unterwegs und haben dann 2017 auf Kastenwagen umgesattelt, aber dadurch, dass er halt sich sehr breit macht, haben wir dann festgestellt, nee, Kastenwagen ist zu klein, also muss ein Wohnmobil her. Ja, und deswegen fahren wir seit 2019 ihn. Super. So, Doreen. Ja. Du saßt ja, das habe ich gesehen bei Facebook, irgendwann mal 2014 in einem Wohnmobil. Auf irgendeiner Messe. Ja, im Karthago. Im Karthago. Voll integriert, ja. Ich kann mich erinnern. Genau, und da ist der Groschen gefallen. Jein. Doch. Na, der, nicht so. Ich hab nur widersprochen. Ich habe gesagt, kommt gar nicht in Frage, weil entspricht ja gar nicht unserem Urlaubsverhalten. Wir fahren hin, stellen das Ding ab, bleiben 14 Tage am Ort und lassen die Beine baumeln. Aber tatsächlich, Doreen, glaube ich, war damals schon angefixt. Nachdem wir jedes Mal mit dem Wohnwagen bei schlechtem Wetter angekommen sind und wir bei schlechtem Wetter aussteigen mussten, es regnet, beim Wohnwagen, ja natürlich du, ich musste aber auch mit aussteigen, weil ich musste dich ja einrangieren und der Wohnwagen hatte keinen Mover. Aussteigen bei Regenwetter, bei Sturm, bei Kalt, alles eklig, habe ich irgendwann gesagt, ich habe darauf keine Lust mehr. Und nachdem das erste Bugrad abgebrochen ist, in Kühlungsbohren, in Sand stecken geblieben ist, war dann irgendwann ganz Feierabend und dann kam dann der Pössl. Ja, so sind wir zum Wohnmobil. Und dann habt ihr euch für einen Adria 670 SL Access entschieden. Genau. Wie ist da die Kaufentscheidung gefallen? Ist die spontan gefallen oder habt ihr euch vorher 20 andere Wohnmobile angeschaut? Wie war das? Wir waren auf der ABF in Hannover und haben uns verschiedene Wohnmobile tatsächlich angeguckt und sind dann irgendwann auch bei Adria gelandet. In dem hatten ihn aber, ich muss das sagen, so gar nicht richtig auf dem Schirm. Wir fanden ihn toll. Ich fand das auch, oder wir fanden das gut mit dem Panoramadach. Aber ja, so. Und ja, ich weiß gar nicht. Irgendwann war dann die Entscheidung, stand dann richtig fest, jawohl, wir steigen um von Kastenwagen auf normalen Wohnmobil. Und ja, am Ende des Tages sind wir dann bei unserem Händler gelandet, der uns schon damals eine Pössl verkauft hatte. Ja, und irgendwie hat uns dann der Adria am meisten von innen angesprochen. Weil ich einfach die Schnauze voll hatte, mit einem rollten Golden Retriever in einem kleinen Pössl Urlaub zu verbringen, der ja immer gerne auch ins Wasser geht, dreckig ist, sandig ist, er das Ganze mit dem Wohnmobilboden einnahm, um sich dann bequem hinzulegen, hatte ich keinen Bock und damit ist es dann der Korall geworden, wo ich gesagt habe, es muss ein durchgängiger Boden drauf sein, keine Absätze mehr, sodass der Hund sich beim Bequem hinlegen kann, ich aber auch vernünftig im Bad rauskommen kann, ohne in Sand zu latschen, in Haare zu latschen oder über den Hund zu stolpern. Genau. Und das Wichtigste ist ja, mein Mann ist ja immer derjenige, der ja morgens das Frühstück macht,
ich kann mich in aller Ruhe fertig machen. Türe ist zu und ich krieg von der Hektik nichts mit. Das schauen wir uns gleich Ihnen an, ja, wie das aufgeteilt ist, das Ganze. Ganz wichtig, der durchgehende Boden. Das fanden wir auch ganz wichtig für uns. Und ich würde mal sagen, zeigt uns doch mal euer Wohnmobil von außen. Ich habe gerade gesehen, ihr habt eine, also erstmal grillt ihr mit dem Kadak, habe ich gesehen. Das ist richtig, ja. Also ihr grillt mit dem Kadak und logischerweise eine 5 Kilo Gasflasche. Und ich sehe schon, ihr habt eine Soganlage verbaut. Mhm. Gefällt euch das mit der Soganlage? Ja, das hat tatsächlich, ich glaube, insgesamt 3 Jahre gebraucht, bis Doreen mich wirklich überzeugt hat davon. Ich war nämlich davon erst nicht überzeugt, habe gedacht, den Nachbarn vielleicht und so damit zu belästigen. Aber tatsächlich, ich würde es heute gar nicht mehr missen wollen. Es gibt zwar, ist ja eine Thetford-Toilette drin, auch direkt jetzt von Thetford eine Möglichkeit, das zu machen. Aber tatsächlich, ich würde jederzeit wieder eine Sog nehmen. Gefällt mir oder gefällt uns super. Keine Gerüche im Wohnmobil, weder chemischer Art noch anderer Art, die vielleicht nicht so ganz nett sind. Also ich würde es jederzeit tatsächlich wieder machen. Super. Also wie haben Sie nicht? Kann ich nur raten, ne? Ich glaube auch, das muss Olli? Her. Mhm. Ja, genau. Olli, das ist das Nächste, was du noch nicht hast. Immer eine gute Unterlüftung vom Popo. Dann würde ich ganz gerne mal in eure Heckgarage schauen. Ich bin ja neugierig. Ja, und wahrscheinlich die Zuseher auch. Die ist ja von Haus her schon nicht klein, die Heckgarage beim Adria. Oh, ein schönes Regalsystem. Ja, auch das war wieder Überzeugungsarbeit von Doreen. Ich dachte erst, boah, der nimmt viel Platz weg. Aber auch hier sage ich, beste Entscheidung ever. Man kommt relativ gut dran an alles. Ist gut. Ist das ein gekauftes oder hast du das selber gebaut? Das habe ich dann tatsächlich selber gebaut. Ich habe die Aluprofile im Internet besorgt. Mhm. Und das Zubehör dazu, ja, und dann habe ich mich halt hingesetzt und mal geguckt, wie es am besten da reinpasst und dann tatsächlich einfach angefangen. Ich hatte, muss ich gestehen, echt überhaupt gar keinen Plan, also im wahrsten Sinne des Wortes keinen Plan. Und das ist dann so werden gewesen und ja, es ist dann so geworden, wie es jetzt hier steht. Das heißt, wenn uns einer anschreibt und wir geben vielleicht eure E-Mail-Adresse an in der Videobeschreibung, könntest du das erklären, wie das gebaut wird? Das könnte ich erklären, ja. Ja, also wenn ihr da Interesse habt, selber euch ein Heckgaragen-Regalsystem zu bauen, dann ist hier der Dirk vielleicht der richtige Ansprechpartner. Dann habe ich natürlich gesehen, weil ich ja hinter euch stehe, ihr fahrt mit einem Trekkingfahrrad und in einem Mountainbike. Das kriegt ihr nicht in die Heckgarage. Das ist auf dem Heckträger hinten montiert. Und euer Hund bekommt diesen Cruiser. Genau. Den Rolls-Royce unter den Hundeanhänger. Ja, tatsächlich den Rolls-Royce unter den Hundeanhängern, aber auch nur deshalb, weil er den ersten Hundeanhänger total zerlegt hat. Ich glaube, das hat keine 2 Minuten gedauert, da ist der vorne durch das Netz, wirklich durch das geschlossene Netz gegangen. Und da haben wir lange erstmal gar nichts gemacht und dann sind wir am Ende des Tages bei diesem Cruiser hängen geblieben und ich sage, beste Entscheidung tatsächlich, weil ultra stabil. Ja, und weil wir letztes Jahr im Juni, im Hochsommer fast, in Italien waren. Und bei 30 Grad kannst du natürlich nicht mehr mit dem Hund spazieren gehen, ohne dass er sich die Pfoten verbrennt. Und immerzu am Strand hast du auch keine Lust. Mhm. Und somit haben wir gesagt, wenn Hundeanhänger, dann halt ein vernünftiger, weil unser Golden Retriever ist mittlerweile 6,5 Jahre alt. Und irgendwann ist ein Goldie nicht mehr so gut drauf und durfte dann halt sich dann in diesem bequem machen, weil er schön flach ist. Bequem auch so vom Interieur. Er guckt immer draußen, oben raus, wenn wir unterwegs sind, aber Cruiser immer beste Wahl. Super. Ihr habt jetzt den Adria 670 Coral SL auf Fiat oder auf Citroën? Auf Citroën mit 163 PS. Genau. Super. Dann schauen wir uns jetzt mal innen an, wie er das da drin schön dekoriert hat, Doreen. Ich bin die Dekomaus, ich bin ja auch die Ideenmaus. Alles, was ich verändert haben möchte, macht mein Mann natürlich ganz gerne. Mit ein bisschen immer Nachfragen, aber auf alle Fälle irgendwann. Super, das schauen wir uns jetzt an. Ja. Oh, der Mann los. Das ist der Aris. Das ist der Aris.
Dirk, gab es irgendwelche Probleme, die du hattest? Was für ein Baujahr ist das? Das Baujahr 2019. Das 2019. Gab es irgendwelche Probleme für euch? Wenn ich da mal einmal hin dürfte, wäre super. Ja, die Doreen kann natürlich reinkommen. Und da sehen wir auch schon den Grund, warum viele sich für einen Adria Coral entscheiden. Hier haben wir dieses Wahnsinns-Panorama-Fenster, was hier eine Räumlichkeit gibt. Und hier kann man auch als Mann oder Frau, die über 1,90 sind, ganz easy stehen. Wenn man kleiner ist, so wie ich, wird es schwierig, weil man kriegt das nicht immer auf. Ne? Aber man hat ja eine starke Seite. Ja. Man muss nur groß genug sein. Nein, also das ist tatsächlich etwas, was wir überhaupt nicht mehr missen wollen. Selbst wenn es also draußen schlechtes Wetter ist, Regen, also dunkel, würde ich mal sagen, es ist immer schön hell hier drin. Super Geschichte. 6-Gang-Schaltgetriebe sehe ich. Ja. Und was sehe ich daneben? Bist du CB-Funker? Nein, ich bin nicht CB-Funker, aber tatsächlich, wir waren mit Freunden schon unterwegs und in Frankreich. Es ist einfach besser, angenehmer, wenn man tatsächlich über Funkverbindung bleibt, als dauernd über Handy. Ah, okay. Deswegen habe ich da ein PMR-Funkgerät und habe da auch 2 Handgeräte, so dass man mal, ne, also gerade tatsächlich, haben wir noch nicht gebraucht, aber wäre denkbar, bei Einweisen, Rangieren, Aufkeile, wie auch immer, ist das ganz angenehm, wenn man sich dann so verständigen kann. Wobei meine Frau und ich uns mittlerweile da, was das angeht, auf Keilfahren blind verstehen. Das geht mittlerweile per Handzeichen und das klappt gut. Super. Navigationssystem hast du verbaut? Ja, das ist ein Kenwood DVR 451 RVS. Okay. Sind wir sehr mit zufrieden. Die Navigation funktioniert zuverlässig. Die Navigation, das ist ein Garmin, was da drin verbaut ist. Okay. Auch eben für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gut zu gebrauchen, weil man dieses so einstellen kann, dass ja, die Abmaße, die Gewichte und dementsprechend berechnet er dann die Route. Nicht, dass du dann mit dem Gerät irgendwann dort reinfährst, wo du mit dem Fahrzeug über 3,5 Tonnen, wir sind ja mittlerweile bei, das heißt, es ist ein 4-Tonner. Ach ja, du hattest aufgelastet, genau. Nee, ich will noch auflasten, aber das ist ein Fahrzeug, das ist ein Heavy 40, also sprich ein 4-Tonner, ja. Auflastbar bis 4,5 Tonnen, das haben wir noch vor uns. Luftfederung haben wir jetzt eingebaut, die Zusatzluftfederung, aber das Auflasten, das müssen wir noch erledigen. Okay, wo schläft denn euer Hund hier? Unser Hund schläft genau da, wo Dirk gerade so steht. Da liegt dann vom Cruiser, absolut auch ganz wichtig, wenn man den Cruiser holen will. Da gibt es eine Tasche dann dazu. Und die kann man natürlich wunderbar hier rein. Die passt auch von der Breite und von der Länge hier hin, sodass er sich auch hier gemütlich hinlegen kann. Er könnte sich aber auch im Küchenbereich, da wo du gerade stehst, aufhalten, hinlegen. Er liegt aber auch manchmal hinten weiter zwischen Dusche und Badezimmer. Okay. Aber sein eigentlicher Platz ist hier vorne und hat genügend Platz. Und darum habe ich ja gesagt am Anfang, durchgehender Boden. Somit muss er sich nicht irgendwo den Kopf verklemmen oder so, sondern kann sich dann ganz glatt und gerade ausstrecken. Klasse. Dirk, du bist ja der Technikmann hier. Hast du irgendwas Spektakuläres eingebaut in deinen oder in eurer Wohnung? Naja, was heißt Spektakuläres? Ich glaube, so spektakulär ist das eigentlich nicht, weil es die meisten meistens haben. Ja. Hier unten drunter, hier drin, befindet sich einmal die Fernbedienung für den Wechselrichter. Wir haben 1500 Watt Wechselrichter, der in der Spitze 3000 kann. Das ist der berühmt-berüchtigte Batteriecomputer, hier sieht man, dass gerade die Solareinspeisung 6,1 Ampere beträgt. Naja, und gut. Und hier hinter ist dann eben eine Lithiumbatterie und der Wechselrichter. Also das ist aber, glaube ich, nichts Spektakuläres, weil ich glaube, mittlerweile haben es die meisten, vor allen Dingen die, die wirklich autark stellen wollen, eingebaut. Ja, dann haben wir hier halt tatsächlich, das ist einfach nur ein ganz normales Tablet. Und hier, weil Doreen ist immer ganz wichtig, Wasser. Wasser muss ausreichend da sein zum Duschen. Und da eigentlich sonst dieses Tableau, was Adria ja mitliefert, mehr ein Schätzeisen ist, hier steht jetzt 50%, habe ich dann einen Sensor eingebaut, SuperSense nennt sich das. Und das ist wirklich super, tatsächlich, weil der echt litergenau, minutengenau anzeigt, wie viel Liter
Wasser wir noch drin haben. Aktuell haben wir also 50 Liter Frischwasser noch, macht 40%. Und Doreen könnte jetzt noch 7 Minuten und 8 Sekunden duschen. Hammer. Habe ich noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Also das ist super, funktioniert echt gut, geht über Bluetooth. Der Sensor ist hinten im Frischwassertank verbaut. Und also tatsächlich echt teuer, muss man sagen. Aber zugegebenermaßen, ich bin technikverliebt. Ich lasse mich durch sowas dann auch leicht anfixen. Was kostet denn sowas hier? 240 Euro, meine ich, unterm Strich. Also es ist echt eine Menge Geld, aber... Ja, auf der anderen Seite ist Wohnmobilfahren mittlerweile echt eigentlich unser größtes Hobby, unser gemeinsames Hobby auf jeden Fall, das größte, und von daher, ja. Aber du weißt ja, happy wife, happy life. Genau. Ja, das ist so. Ja, was haben wir hier sonst noch? Hier ist dann die Fernbedienung für die Klimaanlage für den Max-Fan. Du hast ja ein super Video gemacht, wo du dann total vernebelt in deiner Dusche stehst. Also den haben wir auch. Na gut, und dann hier so ein bisschen Fernbedienung für Fernsehgerät, für dieses Amazon Fire Stick. Ja, das ist es eigentlich. Also ich glaube, am Ende ist es nicht wirklich spektakulär. Für uns macht es aber das Leben hier im Wohnmobil nicht leichter, aber echt angenehm. Also wir sind tatsächlich so rundum zufrieden damit. Mhm. Jetzt kann man sagen, hat das noch was mit Campen zu tun? Ja, für uns schon. Weil es einfach Spaß macht, und das steht für uns gerade im Vordergrund. Wir möchten Spaß haben. Ihr fahrt auch sehr häufig, aber ich fahre auch im Winter, glaube ich. Ja. Wir fahren im Prinzip alle 5 Minuten, hängt ein bisschen mit dem Job zusammen, ist schon relativ anstrengend bei uns beiden. Und da sind wir froh, echt rauszukommen, und Wochenenden, wenn es eben geht, sind wir weg. Wir fahren Sommer wie Winter, wir fahren im Prinzip bei jedem Wetter, und ja. Also auch im tiefsten Schnee setzen wir uns gerne vors Wohnmobil und freuen uns. Mhm. Super. Und jetzt wollen wir mal in Doreens Reich gehen, sprich das Raumbad. ja. Vielleicht kann die Doreen da erklären, was sie da so toll findet, hier beim Adria. Und dann übergeben wir mal an die Doreen. So. Okay. Dann mache ich mal das. Also im Gegensatz zu dem letzten, den wir hatten, das war ja der Pössl, hat man natürlich nicht so viel Platz wie jetzt Adria. Im Pössl hatten wir zwar auch 2 Längsbetten, links und rechts, und in der Mitte ein bisschen ein Brett, das man nochmal rausziehen kann, um dann die ganze Liegewiese ein bisschen zu vergrößern. Haben wir nicht, machen wir nicht, weil ich nicht gerade sehr groß bin und dann auf die letzte untere Stufe nicht mehr käme, um ins Bett zu kommen. Wichtig ist, oder was Schönes ist halt bei dem Adria, man hat noch einen super schönen Kleiderschrank, der ist auf deiner rechten Seite. Du darfst da ruhig mal die Türe öffnen, um halt Jacken, Kleidchen, Blüschen, Hemden, alles was man so hat, verstauen zu können. Hat viel Platz. Man hat noch Schubladen unter dem Schrank, die auch sehr wichtig sind, die auch durchgängig über die gesamte Breite oder diese halbe Breite sind vom Wohnmobil. Das sind ja die Einblicke, die wir wollen. Ja, okay. Das sind die Unterhosen vom Dirk. Und das Schöne ist, im Winter sind natürlich, ist die Unterwäsche warm, weil dahinter geht die Heizung ja wieder lang. Super. Zu deiner rechten Seite ist die Dusche, und das Schöne ist, wenn du weiter zu mir kommst, kannst du ja die Türe hinter dir schließen, und man ist dann ganz für sich alleine und kann sich, wie ich schon am Anfang sagte, in Ruhe fertig machen. Und wenn man einen netten, lieben Ehemann hat, so wie ich habe, macht er natürlich in aller Ruhe das Frühstück fertig. Der Hund liegt mir nicht im Wege, und ich kann mich dann ein bisschen aufhübschen für den Tag. Wenn auch nicht viel, weil Camping ist Camping, und die Berufe von uns sind sehr anstrengend. Also freuen wir uns auch mal, wenn wir uns einfach nur mal so ein bisschen fertig machen. Oder vielleicht auch im Schlafi bleiben. Eher selten. Im schlechten Wetter. Wenn man im Bett liegt, kann man natürlich auch noch ein bisschen Fernsehen schauen. Manche sagen, ja, Fernsehen hin und her. Nö, der ist für uns nur so da, um dann ein bisschen einzuschlummern. Der geht dann irgendwann aus oder auch nicht oder bleibt an. Irgendeiner macht den dann schon aus. Und man hat natürlich im Bett, wenn man da liegt, hat man sämtlichste Sachen an Lichtern. Gestern Abend habe ich dann nochmal feststellen können, dass man auch die Ambienteleuchte von hier hinten dimmen kann. Das war ja... Jetzt doch nicht. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Wahrscheinlich, wenn ich es hier hinten anmache, kann ich es nicht. Aber wenn es vorne die Ambiente an, kann man das auch hier hinten nochmal steuern. Ich habe erst ein Jahr später gelernt, dass man das über die Schalter dimmen kann. Wusste ich vorher gar nicht. Auch die Lampen? Weiß ich nicht, Olli, ob du es schon mitgekriegt hast. Aber die, wenn man die beide anhat, drückst du ja ganz lange drauf. Und eigentlich gehen sie, und das ist auch wieder der Vorführeffekt. Okay, sie gehen halt eigentlich
Wenn man lange drauf drückt, sollten beide ausgehen. Du musst ganz lange drauf drücken, wenn du einschalten willst. Ach so, okay. Na gut, dann hat man nur einen. Ah, ja. Da, so war es. Genau, dann hat genau, man nur einen. Ganz kleine. Genau. Nicht, dass beide angehen, aber das ist immer so. Naja, man braucht selten. Es sei denn, man muss mal nachts aufstehen. Ansonsten finde ich immer schön, wir haben den Max-Fan ja nicht übers Bett, weil ich finde es immer schön, wenn halt bei guten, oder du stehst morgens auf und der Tag beginnt und die Sonne scheint und du liegst im Bett und kannst halt noch mal so ein bisschen rausgucken. Wir haben es mit Kurbel, Gott sei Dank. Manch einer, glaube ich, weiß gar nicht, die anderen gibt es wahrscheinlich auch noch, aber Kurbel. Wir haben es auch mit Kurbel, ja. Ja, finde ich immer cool. Wie gesagt, immer nicht dann wie unter fast unter freiem Himmel, wenn man halt im Bett liegt morgens. Und über dir ist die Klimaanlage. Über mir ist die Klimaanlage. Genau. Und ich hatte eben, also sehr, sehr schön und aufgeräumt hat das hier, das muss ich sagen. Ah, ne? Danke. Ganz toll. Extra, ja. Extra und für hier. Dich. Genau. Ja. Das ist immer das Schöne an Wohnmobilen, die man selber nicht bewohnt, wie die anderen Leute das da so drin gemacht haben. Ja. Ja? Sehr spannende Geschichte. Ich hatte eben den Dirk gefragt, ob es irgendwelche Probleme gegeben hat mit diesem Wohnmobil. Gab es irgendwo einen technischen Defekt? Interessiert die Leute ja auch. Es ist ja nicht immer alles... Ja, also tatsächlich, wir, kann ich sagen, haben echt Glück gehabt, vielleicht auch. Wir hatten mit diesem Auto fast nichts. Da hatten wir es, glaube ich, ein paar Tage. Da tropfte das Wasser unten und am Wohnmobil weg. Der berühmt-berüchtigte Uniquick-Verbinder der Toilettenwasserzuleitung war nicht ganz dicht. Keine große Sache. Der Dachhaube vorne waren die Dichtungsnähte gerissen. Das ist einmal neu gemacht worden. Die bei der Tür, dieser Verbindungsschlauch dort unten, wie du hier siehst, ne, ich glaube, das ist halt bei vielen eine Schwachstelle, musste neu gemacht werden. Und das war es im Prinzip tatsächlich. Du meinst den Schlauch? Ja, der ist bei mir auch rissig. Der ist dann neu gemacht worden und tatsächlich das Material ist verändert. Das ist jetzt wesentlich flexibler und weicher. Also das war es dann aber auch tatsächlich schon. Ansonsten hatten wir nichts, tatsächlich nichts. Was für einen Verbrauch hast du? Diesel 163 PS, was braucht der so? Also ich fahre in der Regel auf der Autobahn die 100 plus, naja, so ein bisschen Latitüde 5. ist manchmal halt drin, ne? Ja. Wir fahren in der Regel, wenn wir fahren, wirklich voll aufmunitioniert, das heißt voller Wassertank, weil wir wissen nie, wo wir stehen bleiben, ob wir Wasser haben oder nicht. Deswegen, und das macht für uns eben viel das Reisen mit dem Wohnmobil aus, wir wollen an jeder Stelle alles haben können. Deswegen fahren wir voll mit Wasser, voll mit Diesel, allem Zip und Zap. Und ja, je nachdem, wo man sich so ein bisschen bewegt, aber tatsächlich deutlich über 10 Liter bin ich wirklich noch nicht gekommen. Ich schaffe es also tatsächlich irgendwo so um 10,5, manchmal auch 9,5 Liter zu fahren. Also das funktioniert. Okay, prima. Das spiegelt sich mit meiner Erfahrung wieder. Ich liege, wenn wir nach Frankreich fahren, sogar unter 9 Liter, weil wir natürlich da mit 100 entlang zuckeln, dauerhaft und wenig Schaltvorgänge haben. Genau. Das ist nämlich der Punkt, ne? Wenn du jetzt in anderen Ländern unterwegs bist, also in Österreich beispielsweise, da achte ich peinlichst genau auf die Geschwindigkeit. Ne? Da ist, glaube ich, 80 besser auch auf der das. Autobahn. Ja. Und dann juckelt man da zwar hin, aber das sind dann tatsächlich die Momente, wo man einen relativ geringen Verbrauch hat. Für so ein, ja, man fährt ja am Ende des Tages eigentlich mit einer Schrankwand durch die Gegend. Das muss man ja auch sagen. Muss man sagen, ja. So, ihr habt den großen Kühlschrank, 141 Liter hat er, glaube ich. Ist ein Tedford. Und da gucke ich natürlich auch rein, ja? Gerne. Aber nicht was rausnehmen, ne, Olli? Krombacher Tzatziki. Mhm. Alles drin, was reingehört. Mhm. Aber da musst du auch das Gefrierfach noch öffnen. Naja, das Wichtigste ist die Kinderschokolade, ne? Im Gefrierfach? Nee, nicht. Oh, Eis. Mhm. Das interessiert natürlich auch immer. Was haben die Leute so in ihrem Kühlschrank, ne? Naja, also das funktioniert tatsächlich gut. Das Eis ist wirklich... tiefgefroren, ne? Also ja. Muss man wirklich sagen, auch in Italien oder Kroatien, wenn es richtig heiß ist, funktioniert gut. Haben wir genauso. Auch bei 30 Grad sind die Eiswürfel abends steinhart. Ja, sollten so sein. Ja. Aber die funktioniert wirklich gut, die ganze Geschichte. Ja, super.
Möchtet ihr noch irgendwas sagen? Ach, ihr habt einen Kaffeeautomaten. Ja, aber auch nur für, ich will nicht sagen den Notfall, wenn wir mal keine Lust haben. Ansonsten machen wir unseren Kaffee wie Oma noch. Ne? Das heißt also, wir brühen von Hand auf. Deswegen haben wir unseren Teekessel da noch. Und die Kapselmaschine, die nutzen wir tatsächlich, wenn wir mal den schnellen Kaffee zwischendurch, wenn wir auf Reisen sind, unterwegs mal kurz anhalten oder so. Oder tatsächlich, wir mal echt keine Lust haben, das über den Teekessel zu machen, dann schon. Aber ansonsten nutzen wir sie selten. Aber gehört all zu den Dingen. Happy Wife, Happy Life. Ne? Doreen wollte die gerne mal haben. Und ja, es ist schon manchmal bequem, gerade wenn man auf Reisen ist. Ihr seid einer der wenigen, die noch die Kopfstützen da drin haben. Mhm. Ja, tatsächlich. Warum habt ihr die da noch drin? Ganz ehrlich, ja. Ich weiß nicht, was Doreen jetzt gleich sagt, aber ich sage, weil es einfach schön ist. Ich mag das so vom Aussehen her. Und ja, tatsächlich, wir haben es auch nicht vermisst. Du siehst, wir haben unsere Flaschen einfach so auf diese Ablage gestellt, ohne dieses große Brett zu haben. Wir haben es drin gelassen. Ich mag es, so wie es aussieht. Und trotz, dass wir eigentlich für die Fahrt das nicht bräuchten, wir fahren ja nur zu zweit. Einfach nur für mich sieht es so am besten aus. Okay, ich fand's, da sind Geschmäcker verschieden. Genau. Und ich fand die Sichtachse ohne diese Kopfstützen, wenn man dort vorne sitzt, noch schöner als mit den Kopfstützen da drin. Aber wie gesagt, das kann ja auch jeder machen, wie er will. Wann lädt denn dieses Kabel? Immer? Das ist jetzt eine ganz blöde Frage zwischendrin, muss ich dazu sagen. Weil bei mir lädt das nur, wenn das Licht an ist. Nee. Also tatsächlich, dann ist da aber jemand ganz wild unterwegs gewesen, also, in der Verkabelung. Mein Handy ist gerade an, also es ist jetzt geladen, aber es ist die ganze das funktioniert Zeit immer. Ist tatsächlich. Voll geladen. Also dann würde ich mal sagen, stimmt die Verkabelung nicht. Dann müssen wir das nochmal kontrollieren lassen, glaube ich. Ja. Auch wenn du hinten am Bett... Hinten lädt super. Genau. Achso, nur da. Nee. Nur hier nicht. Nee, funktioniert einwandfrei. Okay, das werden wir nochmal kontrollieren. Ja, ich sag mal ganz toll, wenn ihr noch was zu sagen habt zu eurem Wohnmobil. Ich wollte noch mal eben was vielleicht zum Max-Fan sagen. Ja. Weil Olli hat ja, du hast glaube ich einen Max-Fan mit Klarglas, ne? Ja. Und wir haben dieses mit dem Rauchgrau. Und das ist ja oft die Sorge oder Meinung bei vielen, wenn man dieses Rauchgrau hat, ist es so dunkel, dass man da nicht mehr durchgucken kann. Und das könnte man vielleicht einfach mal dann hier nochmal zeigen. Also es ist tatsächlich nicht dunkel. Ja, du hast jetzt auch den Rahmen. Nein, es ist nicht dunkel. Also es ist nicht wirklich dunkel. Das spiegelt die GoPro jetzt wahrscheinlich auch schwierig wider, aber ihr habt den Rahmen mit der Beleuchtung, mit der Zusatz-LED-Beleuchtung. Genau. Das müsste hier hinten. Genau. So, das ist natürlich schon mal noch ein Unterschied, ja, zu dem Lämpchen, was hier hinten bedient wird und macht das Ganze hell. Bei uns ist es etwas heller, aber das Rauchglas ist jetzt wirklich nicht stockdunkel, wie man das im ersten Moment glaubt. Ja, wichtiger Hinweis für alle, die einen Max-Fan unbedingt nachrüsten wollen, was ja auch zu empfehlen ist, weil das ist ein Zubehör-Gadget, was man wie die Luftfederung und die Auflastung beim Adria unbedingt haben muss. Und du kannst es noch verdunkeln, ne? Du kannst ja auch wieder die zum Schlafen ziehen. Ja, genau. Führt ein bisschen dazu, dieser Rahmen ist, weil er relativ groß ist, die ursprüngliche Duschstange konnte ich nicht drin lassen, habe ich halt ausgetauscht jetzt gegen eine andere. Aber wir nutzen sie eigentlich in der Regel kaum. Höchstens, wenn die Jacken oder sowas mal nass sind und man gerade auch im Winter mal reinkommt oder so. Aber ansonsten ist das bei uns, ja. Ich glaube zu wissen, also wir haben ja noch den Adria von 19. Und wir haben zwei Abläufe. Mhm. Ich meine zu wissen, die 22 haben nur noch einen. Wow, wie schrecklich. Also ich kann tatsächlich nur sagen, dann wäre das echt nachteilig, weil zwei Abläufe sind schon super, weil man steht eben nicht immer so hundertprozentig gerade und dann hast du ein Problem, das Wasser wegzukriegen. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Viele beschweren sich darüber, dass beim Adria Coral die
das Waschbecken hier in der Toilette ja. schlecht abläuft. Wir haben nichts daran verändert, überhaupt nichts technisch, und bei uns läuft das wie verrückt ab. Also es scheint mir immer irgendwie, manchmal glaube ich, dass bei der Produktion oder beim Zusammenbau dann Reste drin liegen bleiben. Wir hatten das nämlich in der Dusche. Ich habe da einfach mal Rohr frei hinterher geschoben und dann war Ruhe. Seitdem ist das alles frei. Also ich glaube, das ist manchmal, bei der Produktion fällt da was rein und es bleibt einfach drin. Beim ersten Mal ablassen hatten wir so Späne drin von dem vom Tank. Irgendwie sowas und plopp, Silikon, kam das da raus, genau. Irgendwas Silikon-Gummiartiges. Also bei uns läuft es, oder lief es jetzt anderthalb Jahre schlecht ab. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass es bei uns etwas besser abläuft. Und wir haben auch noch nichts verändert. Wir haben aber einen neuen Siphon, nenne ich das jetzt mal, gekauft. Den hat meine Frau aber noch nicht eingebaut. Hat deine Frau noch nicht eingebaut? Nein. Olli, was ist das denn? Ich bin zu dick für die Toilette. Ja, also ich habe schon mal organisiert für den Fall der Fälle. Und euch ist auch noch nicht der Abfluss abgebrochen vom dass ihr eine Schublade zu voll hattet oder sowas. Nein, das Einzige, achso, du hattest vorhin nach Problemen gefragt. Das Einzige tatsächlich richtige Problem, was mir Kopfzerbrechen gemacht hatte, ist, wir hatten einen leicht undichten Uniquick-Verbinder in der Dusche. Zwar der berühmt-berüchtigte Verbinder, der hier hinter sitzt. Hier kommen die beiden Warmwasser- und Kaltwasserleitungen hoch und hier hinter sitzen eben die Verbinder. Du kommst nur dran, indem man entweder hier unten ja diese Revisionsklappe öffnet, abschraubt, genau. Ah ja, da. Oder das haben einige offensichtlich dann gemacht, dieses Ding hier komplett aufschneidet und wegnimmt. Also wie gesagt, wir standen in Kroatien, irgendwann fing die Druckwasserpumpe dauernd an. Und ich habe es echt nicht erst gefunden, woran das liegt. Ich dachte, na, wer weiß, ne? Weil es war so minimal. Es war auch unter dem Auto nichts zu sehen. Und irgendwann, ja, dann tauchte hier unten, hier in dem Bereich, wenn du mal schaust, hier tauchte dann das Wasser aus. Und okay. Dann was tun. Und dann bin ich dann tatsächlich dabei gegangen. Und das hat mich, glaube ich, insgesamt 8 Versuche gekostet. Mhm. Und auf dem letzten Platz, wo wir dann gestanden haben, auf unserer Rundtour durch Kroatien, hat es dann auch geklappt. Also tatsächlich, das ist vergleichsweise, finde ich zumindest, dann einfach. Aber die Hände dürfen nicht zu groß sein. Meine Hände passen so gerade eben noch. Also es ist mir dann tatsächlich gelungen, durch diese Revisionsklappe nach oben den Uniquick-Verbinder zu lösen. Raus zu machen und sauber zu machen, weil was ist gewesen? Kalk hat sich auf diese Gummidichtung abgesetzt und diese Kalkkörnchen haben dazu geführt, dass das Ding nicht mehr ganz dicht saß. Also es geht tatsächlich, auch wenn man nicht zu große Hände hat, ist zwar Fummelei, keine Frage, man muss auch das richtige Werkzeuge in Form einer echten langen Spitzzange haben, aber dann geht es, ohne dass man den ganzen Brimborium machen muss und das Ganze aufschneiden muss. Dann, das ist schon echt aufwendig, und ob man es dann am Ende des Tages wieder so gut hinbekommt, wie es vom Werk aus eingebaut ist, weiß ich nicht. Aber das ist so ein bisschen Schwachstelle. Und eigentlich kann ich nur sagen, macht es dann Sinn, die heutigen Uniquick-Verbinder sind etwas anders aufgebaut. Hier sind ja überwiegend noch welche der ersten Generation, die mal auszutauschen. Nur ich habe mir das bisher sparen können, weil ich habe mir dann Uniquick-Verbinder gekauft, da oben als Reserve reingelegt, und seitdem wir die hier mit als Reserve spazieren fahren, ist bei uns alles dicht. Nichts mehr passiert. Wie genau. Immer. Wie immer. Super. Ganz klasse. Ja, das freut mich. Wie sind eure Pläne im Sommer 22? Wo wollt ihr hinfahren? Ja, wir fahren tatsächlich nach Norwegen. Es geht dann Mitte Juni los. Für 3 Wochen. Südnorwegen. Da waren wir noch nie. Wir wollten, und das hatten wir immer gesagt, unsere erste Reise, die wir machen, wenn wir ein Wohnmobil haben, führt uns nach Norwegen zum Nordkap. Nein, zum Geiranger Fjord. Ach, Geiranger Fjord, ja, egal. Jedenfalls Norwegen. Wir haben seit 2017 ein Wohnmobil, wenn wir jetzt den Kastenwagen mal mitrechnen.
Und wir waren noch nie in Norwegen. Wir wollten 2020 nach Norwegen, wir hatten alles gebucht, Fähre und so weiter. Und dann kam Corona und dann war aus dem Haus. Jetzt wollen wir es dieses Jahr nachholen und freuen uns schon wie verrückt. Super, freue ich mich mit euch. Ihr möchtet das natürlich auch filmisch festhalten, eure Reise nach Norwegen. Da hat die Doreen die eine oder andere Idee, die ich auch sehr gut finde. Und ihr wollt auch mit einem YouTube-Kanal starten. Der Name steht wohl noch nicht fest, es sei denn, die Doreen haut jetzt einen raus. Und wenn dieser Name hier natürlich klar ist, werde ich das in die Videobeschreibung mit verlinken. So, dass wenn euch hier der Dirk und die Doreen mit Hund gefallen, ihr natürlich auch die Norwegen-Reise hier begleiten könnt. Ja, ich sage ein ganz, ganz herzliches Dank an euch beide, dass ihr euch oder die Zeit genommen habt, uns euer Wohnmobil zu zeigen. Und ja, wir freuen uns auf eure Beiträge auf YouTube zukünftig. Und setze ich euch richtig unter Druck, ne? Absolut. Du reden unter Druck. Ich nehme ja den Kameramann. Also ich bin lieber hinter als vor der Kamera. Du hast das ganz klasse gemacht. Das wollen wir hier festhalten. Die Doreen genauso. Und ihr habt ein Talent dafür. Und ich kann es auch jedem, ich kann es jedem nur empfehlen, eure Urlaubsreisen festzuhalten und auch andere Menschen daran teilhaben zu lassen. Ob ihr nach Frankreich fahrt, nach Norwegen oder wohin auch immer, macht es und ihr werdet einen Heidenspaß haben und viele Leute abholen, die euch dann zukünftig begleiten. Und es gibt zu 99% auch wirklich nur nette Kommentare. Du hast ab und zu mal welche dazwischen, die jetzt nicht ganz so angenehm sind, aber die kannst du weglöschen und einfach vergessen. So, ja, das ist ganz einfach da. So, dann sage ich wirklich herzlichen Dank für dieses nette und freundliche Interview. Eins habe ich noch. Bitte. Weil viele fragen ja immer in den Gruppen, ja auch bei uns in der Adria-Gruppe, was macht ihr mit sämtlichsten Regalen? Ich weiß nicht, ob du drauf geguckt hast. Unser Regal ist bestückt mit Gewürzen. Ja. Und ja, wir machen alles im Wohnmobil. Ich brate sogar die Schnitzel im Wohnmobil. Ja. Dank Max Fan wirklich. Ja, genau. Also ich wasche ab, ich trockne ab, ich mache alles im Wohnmobil. Ganz selten, wenn wir mal einfach zu viel haben und die Tomatensauce nicht da reingehen soll, dann mache ich das auf dem Campingplatz, wenn wir da stehen in der Spülküche oder wie sie heißt. Ansonsten, wir sind nur Wohnmobilduscher, wir gehen ganz selten auf den Anlagen, auf den Stell- oder Campingplätzen und wir machen alles in unserem Bad. Groß, selten, klein, immer. Alles. Groß, klein, ja, genau. Auf den Stellplätzen, dafür ist das Wohnmobil da. War aber, ich gebe das zu, war tatsächlich Überwindung, aber Frankreich hat uns dazu gebracht, genötigt, wie auch immer man das sagen will, weil du kennst es, Olli, ne? Ja. Diese berühmt-berüchtigten Toiletten, Stehklos, Hopklos. Ja, die gibt es nur noch selten. Die gibt es noch, ja, die gibt es selten. Dennoch gibt es sie. Die würde ich auch jetzt nicht bevorzugen in dem Falle. Ansonsten sind in Frankreich natürlich keine Klobrillen drauf. Das hat auch hygienische Gründe, weil auf dem Porzellan ist es richtig. Ich persönlich finde das gar nicht so schlimm, muss ich dazu sagen. Man gewöhnt sich dran. Mittlerweile haben die französischen Campingplätze auch Toilettenpapier. Das hat sich in den letzten 2-3 Jahren geändert. Auch da tut sich was. Aber wie gesagt, war eben dann tatsächlich bei uns das Moment, weil wir offensichtlich dann gerade Normandie, ne? Waren wir das erste Mal Normandie und Bretagne oben. Ups, ja, also was willst du tun? Ne? Also gehst du aufs Klöchen, aber ich will schon einräumen, das erste Mal, als das große Geschäft da reingeht, dachte ich, naja, okay. Aber es funktioniert alles, ist gut und heute ist das für uns alles ganz normal. Ja. Super. Ich sag vielen, vielen Dank. Wir sagen dir vielen Dank. Und wenn ihr zukünftig die Doreen und den Dirk abonnieren möchtet auf YouTube, sobald der Name bekannt ist, werde ich den in diesem Video verlinken. Und wir freuen uns auf die Beiträge von den beiden. Das wird bestimmt eine ganz spannende Geschichte. Ich sage vielen, vielen Dank und verabschiede mich. Wenn euch dieses Video gefallen hat, bitten wir in diesem Falle um einen Daumen nach oben als Anerkennung für Doreen, für meine Arbeit. Und abonniert diesen Kanal, das ist kostenfrei, das tut nicht weh und ihr werdet dann zukünftig halt eben unter anderem ein wenig benachrichtigt, wenn neue Videos kommen. Wir machen jetzt hier nicht jeden Tag ein Video, wir machen das, wenn wir dafür Zeit haben. Wir müssen alle arbeiten noch und deswegen gibt es nicht jeden Tag irgendein Trash-Video und
ja, freuen uns auf die nächsten Videos. Jetzt geht die Urlaubssaison los und ich sage danke, bis zum nächsten Mal und euch allen eine gute Reise. Tschüss. Ciao, viel Spaß.